Hallo Leute und herzlich willkommen zur Premiere der Achtelfinale in der WM. Heute trifft Frankreich auf Island und das sollte eigentlich ein ziemlich leichtes Spiel für Frankreich werden. Ja, ich weiß nicht, aber Frankreich ist natürlich hier. Naja, also in echt sollte es ein leichtes Spiel sein, aber es ist ja ein wenig, dass die Teams fast gleich sind. Mhm. Finn Buxon haben wir, Sigurdsson und... Finn Buxon. Der Name, Er heißt Finn Bogason. Alter, gönnt euch diesen Namen. Finn Bogason. Auf jeden Fall cool. Bjarnason. Ah, mein Ohr. Ja, und ja. Ich kenne sowieso ja, keinen Matuidi, außer Gilfi. Luis, Olas. Okay. Eine Erneuerung gibt es. Wir spielen ab jetzt 5 Minuten pro Halbzeit, noch immer noch Anfänger. Ja. Und ja. Im Halbfinale spielen dann 6 Minuten. Und im Finale, die Überraschung, nicht 7 Minuten, sondern 8 Minuten. Wenn es sozusagen eine Premiere ist. Genau so ist es. Und ja, er hat das Spiel mit der Kassan Arena. Ja. Natürlich ist es kein Testspiel, aber wir können nicht den WM normal machen. Deswegen das dauert viel zu lange. Spielen wir zwar im WM-Modus, aber nur halt Testspiele. Gut, wir können heute das alles skippen. KSI, ich weiß nicht, warum KSI. Und FFF. Ah, ich weiß, ich glaube KSI ist auf Englisch. KSI, du bist immer so in Island. Ah, oh, ja, gut. Island, KSI. Okay, das wird leichtes Spiel gleich. Okay, Hengblim. Ach nö, komm schon. Komm schon! Ich muss jetzt das Spiel konzentrieren, ich darf nicht die ganze auf die Karte konzentrieren. Oh mein Gott, ja. So, und jetzt kommt hier der Konter. Eingeleitet von Mbappé. Oh fuck, fuck, okay, das war's. Den talentierten... Ja. Atletico Madrid-Spieler Antoine Griezmann. Was hier den geilsten Jubel hat von der WM. Sagen wir Frankreich. Gut, skip mal, sagen wir mal. Skip mal, Bruder. Okay, wir sind jetzt schon ein Tor hinten nach 6 Minuten. Das geht schnell. Ja, für uns. Und was? Vorteil? Weil ihr euch fragt wahrscheinlich, warum ich immer rot habe und ihr im Blau. Das ist so, wir haben uns die Farben ausgemacht, wie ihr das habt. Und ja. Oh, fuck. Komm schon. Ich glaube, dazu gibt es auch nichts zum Sagen. Komm, Pogba, du bist oh, der schlechteste wow, Spieler wow, von der wow. Pogba. Okay, Island ist dann doch etwas schwächer, obwohl auch Island gute Match gespielt hat. Weiß nicht, ob ich die gehabt habe jemals. Komm, oh. Ach nein, ich Griezmann kann sich dann natürlich nicht durch 3 Männer durchsetzen, aber oh, jeden Fall. Fuck, yes. Und ja. Gut. Noch zum Achtelfinale. Und zwar natürlich sollte es unentschieden ausgehen, von dem ich nicht ausgehe. Gibt's natürlich Elfmeter, also Verlängerung und Elfmeterschießen, aber das sieht jetzt nicht so aus in der Fall. Ja! Oh mein Och, Gott. Wir hätten den Ausgleich schaffen können. Und ich habe jetzt schon Ferien, also heute. Ob heute. Also können wir auch mehr Videos vorproduzieren, aber es ist Daily Konzept 2 oder 1 oder 3, ich weiß nicht ganz genau. Was? Übrigens täglich? Na, kommt drauf an, wie viele Matches es sind. Na, wenn die WM vorbei ist. Täglich ein Video. Mindestens. Mindestens. Heute na, täglich ein Video mindestens. Gestern ist ja das. Oh! Gestern ist ja das Auslosungsmatch gekommen. Also nicht Match, Video. Und da habt ihr schon mal erfahren, mit welchen Mannschaften das wir spielen. Oh, komm durch. Yes, komm schon. Na ja, Seferson. Ich muss sagen, du hast die besseren Mannschaften gekriegt. Da hinten steht der. Nein! Da hinten steht der Sugo. Mann. Wir haben glaube ich 3 Sigurdsson. Nein, ein Sigurdsson. Nein, also ich habe immer anders geschrieben, aber ausgesprochen immer gleich. Der eine Sigurdsson ist ein Vater, der andere Sigurdsson ist ein Bruder. Der eine ist ein Bäcker, der andere ist ein Luftfahrer. Der dritte ist ein Bäcker. Der dritte ist ein Fußballspieler. Der vierte ist ein Gefängnisinsassen. Oh, das war jetzt vor allem ein Zocker, gell? Okay, Gefängnisinsassen. Oh shit! Gunnarsson. Gunnarsson. Das ist wahrscheinlich Fitnesstrainer, und immer liegt. Na, ist der Neymar. Natürlich bringt man den Golder Kantine gelb. Und? Krank. Oh mein
mein Gott! Oh was? Mein Gott! Ich hätte sie denn schon drin gesehen, aber auf jeden Fall. Sie gut haben. Gilfi macht der. Ja, das war. Oh mein Gott, das macht ihn hier. Oh, geht! Och nö, komm schon. Love Grease, Mann. Ich laufe ja eh, Bruder. Oh fuck, jetzt Mbappé, war und jetzt ist Mbappé durch. Wie kann er denn so einen Fehler machen, Mbappé? Hey, das war voll. Okay, das gibt Gold, glaube ich, oder? Ja, ich glaube für. Rot? Nein, oh, rot. Gar nichts. Rot zum Glück. Yes, das ist doch gar nicht so. Oh mein Gott, was für Riese ist der bitte? Oh mein Gott. Schlimmer. Schlimmer als Rot. Was war's? Noch schlimmer als Rot ist ein Tor. Oh! Fuck! Gunnarsson, nein, ich weiß nicht, wer bei uns im Tor ist. War ich jetzt der Rückerson im Tor? Nein, irgendwas mit S. Ja, Fullerson. No! Und um den. Und im linken Mittelfeld steckt der Achison. Was ist das für eine verrückte Mem? Polen ja ausgeschieden. Nein, das drin! Yes! Dankeschön! Dankeschön, du hast dich glaube ich geschossen. Ich weiß ja. Ah, dankeschön, den Loser von. Polen? Polen ist ja ausgeschieden leider. Sie haben sich ja selbst verspielt, indem sie kein Match gewonnen haben. Also ja, das letzte haben sie gewonnen, aber das war eins zu wenig. Oder besser gesagt, einmal unentschieden hätte gereicht. Und ich meine, gegen Japan. Für wen Deutschland? Nein, für Polen. Für, ich meine, nur Armor Gewinner ist halt zu wenig. Und Senegal leider nur wegen der Fairplay-Wertung draußen aus Gruppe. Alter, Senegal war so eine gute Mannschaft, das war für mich einer der Top-Mannschaften. Naja, aber sie haben gegen Kolumbien kein Tor zum Brot. Mann, Fairplay, was ist das eh? FIFA. Fairplay ist, Dir mal dieses wieder sehen, FIFA und so. Bitte, ich meine, Fairplay, warum nicht Elfer schießen? Fairplay, ich meine, sind wir in. Weiß ich nicht, wo Fairplay? Was in meinem Kindergarten oder was? Oh nein, komm schon. Sei ja fair zu den anderen Kindern. Das ist unnötig. Ja, und dadurch, dass Senegal. Zwei gelbe Karten schon ein Match gehabt hat oder genau. So, dann war es ja vorbei. Aber ich würde sagen, nur lächerlich. Ich meine, Verhalten, ich meine, das haben wir noch in der Schule oder was? Gut, kommen wir in zur Gruppe mit Deutschland. Keine Ahnung, was für Gruppen das ist. Deutschland, genau, die Sensation, Deutschland hat ja sollen wir so gut Deutsch sagen, abgelost. Sagst du, was ist? Sie haben abgelost. Sie haben richtig abgelost. Sagst du. Nein, okay, sorry, aber sorry, nein, die Deutschen. Sagen wir es so, sie haben einfach, sie sind leer aus der WM draußen. Naja, aber sie haben sie auch gespürt, muss ich sagen. Das und sie haben ganz, ganz wenig, sie haben ganz, ganz wenig Siegeswillen gezeigt. Ich meine, wie man da bei den Koreanern angeschaut hat. Ah ja, das habe ich vergessen zu sagen. Korea. Was, wie sie dich gefreut haben zum Schluss? Die haben geglaubt, dass sie weiter sind. Und nein, die haben nicht gewusst, dass Schweden noch ein Tor geschossen hat. Die haben geglaubt, Schweden hat ein Tor gehabt. Und Schweden hat in der zweiten Halbzeit zwei Tore geschossen. Und die Koreaner dachten halt, sie wären weiter. Und ja, haben sich danach auch gefreut. Nur leider war es das nicht. Gut, ihr könnt jetzt mal wieder abstimmen. Wer soll das Match oder wer wird das Match vermutlich gewinnen? Ich tippe mal auf Frankreich. Aber, ach ja, machen wir es so. Wir losen die Verlängerung und machen gleich mit der Schießen. Nö, okay? Gesagt, ja. Passt. Wir lassen das die Verlängerung. Was, sonst geht das wieder um viel zu lange. Genau, und so, geht dann gleich ins Elfmeterschießen. Nehmen wir jetzt noch zum Beispiel, wie heißt das nochmal? Verlängerung. Dann geht das wieder auf 25 Minuten oder so. Gut, ich habe wieder 4-3-3, es steht 1-1. Wie es aussieht, könnte es ins Elfmeterschießen gehen. Ich hoffe natürlich nicht. Aber es sind noch lange 45 Minuten. Weil Frankreich braucht nicht so Blamage, dass es ins Elfmeterschießen gehen. Und wahrscheinlich dann noch verlieren, wenn er einer der schlechtesten Elfmeterschießer bin. Oh nein. Oh, komm schon. Ja, aber wahrscheinlich wird Island nach Hause fahren. Ich meine, Kanté war sogar Team of the Year, oder? Mhm. Oh, fuck. Okay, war es nicht was schlecht, aber unsere Verteidigung. Grüß oder? Schuss. Spring doch, Loser. Jo, achso, wir sind die Westen. Ach nö, nicht schon wieder, komm schon. Griezmann! Ja, das war's. Und ich denke mal, so wird es auch ausgehen. Oder schaffen wir vielleicht noch ein Tor? Nein, ich glaube nicht. Und jetzt halten! Wird schwer. Fünfer gehen. So, jetzt liegen die Franzosen hier vorne. Na Leute, ich hab's. Meine Lieblingsverteidigung mit der zu schlechten Mannschaft. Nein Leute, ich hab's euch versprochen. Ich spiele nie mit einer 5er Kette in Videos. Und wenn ja, dann. Ja.
Ja, wie soll ich sagen? Dann gehe ich mir selbst in den Nacken und schelle. Für das, dass ich so behindert bin. Oh mein Gott! Ja, das war die beste Chance der zweiten Halbzeit. Also von uns. Ich hab zu Schatur. Okay, komm. Ingason. Boah, der Wunder war schon da Halbfeld. Und Halbmingson? Ist Halbfeld. Na, Spaß. Ja, hat es gehört von Son? Nein, ich hab schon wieder so anders gehört. Son mit der Bundes mit der Mühle Diamants. Son ist erst 26 geworden und bis 28 können sie einberufen werden. Und das heißt, sie haben nächstes Jahr noch einen Ort Asien Cup. Und da hat er auch noch Chancen. Ich weiß sowieso nicht, warum er unbedingt gewinnen muss oder keine Ahnung. Vielleicht ist es Drohung oder Pressung. Ja, nicht so schlimm. Ja. Och nein, jetzt kommt ein Angriff. Fuck, ja. Was sollen wir machen? Unsere Verteidigung zu schlecht. Und ja, es gibt nur eine wahre Lösung. Nein, mach's nicht! Bitte noch! Die Fünferkette! Ja, haben wir sie? Na, wo ist? Wo ist denn? Mach's nicht! Na! 5-1! Na! Björnsen im Sturm, nein! Na! Finason! Vergib mir Fünferkette! Gut, weiter geht's! Nein, nicht die Fünferkette! Du hast zwei Stürmer, der Ernst? Ja, das gibt Ecke für euch, oder? Ja. Nicht die Fünferketten! Oder ich schwöre, komm, durch die Fünferketten natürlich. Die Fünferketten gibt's noch erst. Komm! Oh mein Gott, unser Keeper. Hat uns den allerwertesten gerettet. Komm schon! Nein! Oh mein Gott, was war das? Ach, fuck. Es gibt zwar eine eigene Freistoßvariante, der kennt sich schon. Oh, ich bin. Zack, nochmal zurück. Ja, im Absatz und. Ich bin echt lächerlich, man schaut uns mal so gerade Birne, der Loser. Da-da-da-dam. Wir müssen noch ein Tor schießen. Sonst, oh mein Gott, was für Flanken. Komm schon. Kommt die Grätschen noch gerade. Oh mein Gott. Und es gibt die Rote, oder? Scheiße, mein Controller ist echt nur. Komm schon, Sticker. Ja, was soll ich denn tun? Sorry, Leute. Och nö. Tschüss, Gilfi. Ist das der Gilfi? Ja. Okay. Ein Kugel am Boden, der Kugelfisch. Na, es war nicht der Gilfi. Nein, komm schon. Nein. Nein. Es gibt die Ecke. Ja, ich meine, Loris. Ach, komm schon. Da-da-da-dam. Komm schon, Gilfi! Oh mein Gott! Oh, fuck. Ja, Island fährt wahrscheinlich nach Hause. Hey. Oh, au. By myself. Oh, by my... Au! Das hört sich ja aus gut. Nein! Ach, das war so ein Verzweiflung. Sagst du, was ist? Verzweiflungsschuss. So. Na, Verzweiflung hier. Hat doch nicht mit deiner fetten Birne dran müssen. Ja, komm schon, oh mein Gott! Ja, was soll morgen der Verteidigung steht so gut? Ich bin weg, wenn wir nach 5 gehen. Ja, was soll man machen? Wir sind schlecht. Sprengkrieg, wenn du bist auch noch 1,50. Da-da-da-dam. Das wird ja ziemlich. Ja, heute spielt ja auch noch, oh mein durch Gott. Durch die Fünferkette durch. Ach, fuck, der Nachschuss. Das Loser-Tor. Das Loser-Tor. Das kommt Frankreich. Na, können sie nicht. Da-da-da-dam. Komm, Skip. Das ist Zufahrt. Gut. Hashtag Loser-Tor. Hashtag ehrenlos. Na, es war Loser. Ich hatte ziemlich jetzt Loser. Du bist so ehrenlos. Na, das ist. Oh, jetzt wollen wir sicher haben. Sie. Au! Ja, jetzt das hat sich ausgeruht. Jetzt rehren sie. Wir machen. Au! 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 Komm schon. Das ganze alle bei der Wärme schon. Oh, Griezmann. Digga, was hab ich da gerade gesagt? Isländer, Deutscher hocken auf der Bank und jubeln in Argentinien zu. Wollen sie die Hand gehen? Ich meine, gerade Argentinien ist bei der WM, ist nicht dabei. Argentinien ist so schlecht. Ja, ist halt so. Ach, komm schon. Okay, jetzt macht's uns fertig. Baseball. Eine Fünferkette und solche Lächeln der Verteidigung. Rühr den Wesen von Omi, du Loser. Gut. Au. Jetzt gibt's nur mehr U für Frankreich. Au. Apropos Frankreich. Griezmann nur den Hattrick. Ach komm schon, der Verteidigung da.
Ich meine, ich nehme vier. Oh nein, fuck, das drin. Dann ist der Jota drin. Ja, da. Oh mein Gott! Bjarnason! Da hinten steht der Häufling. Nein, ich glaube, der ist Bjarnason, oder? Er ist Bananensohn. Da hat es ein Glück, hast du das. Okay. Hundesohn. Komm schon! Da, 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 dam! Die Isländer fern nach Haus. So wie Komm. Italien. Oh, also nein, Italien ist ja. Den Italos Ball. Oh mein Gott. Ja, jetzt macht er die Paraden, der Loser. Was war da gerade los? Gut, das gibt mal keinen. Nein, aber dann ist der Druckpass ist vorbei, oder? Es gibt eindeutig kein Elfmeterschießen. Ja, mach nicht einen großen noch, das wollt ihr sonst haben. Sorry. Denke, was Sorry, das waren heute ein paar viele. Komm, Arme! Das waren zu viele Witze über die Deutschen. Ich bin so ein Loser. Ach komm schon! Oh, was? Ich bin kein Die Italos. Ballern wie einen Buffon. Ach der komm Buffon schon! Immer über die gleichen Losermaschen. Ja, heute auch das Grund. Du isst so! Du isst so! Komm, jetzt kommt der Gegenkonter. Du bist nicht nach Hause geschossen, der wäre ein Loser. Oh ja, du hab ich ja. Du isst so nicht. Ja, komm, Mann, ich muss mich da nicht so blöd zurechtfinden. Tschüss, du so. Ja. Boom! Island fährt mit der hobenen Hauptes nach Hause! Die Loser! Au! Au! Druck mal, wir müssen nicht durchschießen. Ach komm schon, das reicht schon. Ja, nein, nein. Fünftes geht schon. Da gibt's kein Fair, da gibt's keine Gruppen mehr. Also. Das machen wir hin. Yeah. Was? Gut. Hey, chill, du hast vier Tore. Komm schon jetzt da. Gut, was die erste ja, Sensation ist eigentlich gar nicht, weil es war ja irgendwie klar, dass Frankreich hier weiterkommt. Trotzdem musste ich ja mit Island spielen. Ja, das war's. Guamundson. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und besucht uns auf jeder Plattform, Instagram, Twitter, Facebook und ciao.